Hi, willkommen bei Green Chill Barbecue Lifestyle. Ja, Freunde, nachdem ich am Mittwoch die leckeren Brezelbrote gemacht habe, kam mir auf einmal eine Idee. Teig war noch vorhanden, also Teig bleibt der gleiche. Dann schnell im Supermarkt ein paar Weißwürste organisiert. Und so kam es zum Weißwurst-Brezel-Dog. Und wie ich den gerade gemacht habe, das seht ihr heute. Viel Spaß! Starten wir hier gleich durch mit den Zutaten. Wir brauchen 1 Kilo Weizenmehl, 40 Gramm Natron bekommt ihr im Supermarkt, 80 Gramm Hefe, könnt ihr Trockenhefe nehmen oder frische. Ich habe hier gemischt, leider nicht genug frische Hefe gehabt. Schaut auf der Packung, bei mir sind 7 Gramm Trockenhefe, entspricht etwa 20 Gramm normaler Hefe, frischer. 600 ml lauwarmes Wasser, 30 Gramm Butter, die werde ich nun in den Grill stellen und sie schön schmelzen. Dann natürlich passend zu den Brezeln grobes Meersalz, um sie zu bestreuen, 2 Teelöffel Zucker, 10 leckere Weißwürste und natürlich passend zu unseren Barbecue-Brezeln gehört natürlich einen guten Wrap. Ich habe hier den von Peter aus Altberlach. Weißwürste, München, Brezel, was passt besser? Vielen Dank, Peter, dass ich den testen darf. Dann noch 4 Liter Wasser, um unsere Lauge zu machen für die Brezeln. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann geht's gleich los mit dem Teig anrühren. Nehmen wir das lauwarme Wasser. Zucker dazu, dann die gute Hefe, gleich mal ein bisschen zerkrümeln, dann noch die flüssige Butter dazu, die ich im Grill schon mal flüssig gemacht habe, und dann holen wir uns mal die Rührmaschine und rühren alles mal gut um. Dann mal alles gut durchmengen. Dann noch ein guter Esslöffel vom House Wrap. Der gibt uns noch den Barbecue-Geschmack rein hier. Und weiter rühren. Dann mal eine gute Menge vom Mehl dazu. Ich gebe hier mal die Hälfte rein. Und lassen das mal gut durchkneten. Nach 5 Minuten kneten geben wir den Rest dazu. Und kneten nochmal alles gut durch. Das schön einen guten Klumpen bildet, passt das, nehmen wir raus und kneten es von Hand weiter. Dann die Fläche ein wenig mit Mehl bestreuen. Packt uns nichts an. Und dann nochmal gut durchkneten. Vom Wrap riecht auch schon richtig lecker nach Fleisch eigentlich. Pizza und Fleischgeschmack ist hier in der Luft. Das passt perfekt. Ich denke, das wird eine richtig gute Beilage auch für jegliche Fleischsorten. Schleifen wir den schön rund, machen den ein wenig rechteckig, so wie ein Brötchen, und machen daraus 6 Stücke.
mal ein wenig gut durchkneten. Immer mal ein bisschen Mehl ran, je nachdem wie flüssiger er ist. Machen wir uns aus den Teiglingen mal eine schöne lange Rolle hier. Nehmen wir uns eine Weißwurst, schneiden die ein, pellen die natürlich, wir wollen ja nicht die Haut dran haben. Und dann rollen wir die mal schön ein, dass sie rundherum Teig hat. Die Enden schön verschließen. Die nächste schon aufgeschnitten, Haut entfernt und wieder schön rundherum fahren hier. Drehen, drehen, drehen. Und am Schluss gut zudrücken. Eine hier. Immer schön nach unten drücken, dass es schön flach wird. Und den Schluss wieder schön zumachen. Und dann lassen wir jetzt schöne Stücke mal abgedeckt 15 Minuten ruhen. Und aufgehen natürlich. Bis die schönen Dinge aufgegangen sind, das Natron mal ins Wasser rein und gut aufkochen. So sehen unsere Brezel-Weißwurst-Dogs nun aus. Jetzt gehen die auf Tauchstation. Nehmen wir uns ein gutes Stück und lassen die für 30 Sekunden ein Bädchen nehmen hier. Das reicht schon, kommen wieder raus. Und das machen wir nun mit allen. Nehmen wir noch grobes Meersalz und bestreuen die ein wenig. Und dann gehen die für 30 Minuten in den Kühlschrank. Jetzt gleich los hier. Unsere schönen Hotdog-Brötchen. Legen wir gleich auf. Und lassen die mal 30 Minuten bei 225, 230 Grad schön knusprig werden. Die sehen richtig lecker aus. Nehmen wir raus und testen sie gleich an. So Freunde, ihr habt es gesehen. Sehen mal richtig lecker aus. Sind gut durch. Noch heiß, schneiden wir einen auf. So sehen die von innen aus. Und dann würde ich sagen, ein bisschen süßer Senf dazu. Ein guter. Mmh.
Freunde, wenn er auf Weißwürste steht, auf Brezel, es gibt nichts Besseres. Eine gute Kombination. Das Oktoberfest ist langsam herum. So könnt ihr das zurückholen. Perfekt. Freunde, eine super Kombi. Testet das unbedingt aus. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen, Job reinschauen, zwei weitere Folgen für euch. Und bis zum nächsten Mal bei Grill, Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya! Wow. Mmm. Mmm.